So Leute, willkommen zum großen Kingdom Defense Abschlussvideo. Ja, damit endet heute die Serie, weil wir jetzt alle Kids durchkamen. Es wird immer wieder so, naja, vorgeführt, wenn neue Kids kommen. Das sind noch welche geplant, habe ich ja schon immer gesagt, da kommen mal welche. Aber damit ist es erstmal so beendet. Das heißt, ja, das ist auch ein voraufgenommenes Video. Trotzdem könnt ihr ab jetzt in die Kommentare, ich habe schon mal an den anderen Videos angedeutet. Warte, mein Mikro knatscht wieder. So, der scheiß Arm, Alter, ich muss mir bald einen neuen holen. Trotzdem jetzt in die Kommentare schreiben, jetzt wird auch alles wirklich dann zusammengefasst und sowas, was eure neue Wünsche, Serien für Minigames sind. Auf meinem Server könnt ihr euch dann aussuchen, was auf jeden Fall, ja, würde ich mal sagen, beginnen wir mal die Runde. Dann gehen wir mal, ich nehme mich mal hier, stand auch alle KD1, nehme auf. So, dann können alle kommen. Ich nick mich dennoch. So ist der Schnick. Ich bin jetzt Explorer 15. So, und das letzte Kit ist der Selbstmörder. Also, der Selbstmörder hat 27,5 Leben, Schaden 1 und Bewegung 95%. Das ist so das Troll-Kit, das besonderste Kit von allen. Ist eigentlich recht lustig. Map ist hierbei egal. Ja, wir warten einfach mal. Welche nehme ich denn trotzdem? Ich nehme mal hier, damit wir auch immer so den Light vs. Dark ist die erste Map, die es je gab, so als Paradebeispiel noch. Jo, deswegen wollen wir mal jetzt mal warten. Ich mache einfach gleich einen Vorstart. Wenn mehr kommen. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Ich habe 3900. Boah, ich habe richtig wenig eigentlich. Ich spiele ja nicht mehr so viel Kingdom Defense. So, dann warten wir mal noch. Ein paar kommen jetzt bestimmt noch. Ich mache kurz einen Cut. So, da sind wir in der Runde. Ihr seht, so. Man hat voll golden und, Dings da die, Schuhe noch. Also die Eisenschuhe. Auf jeden Fall, ja, man hat ein Holzschwert. Das heißt, in so einem Kampf ist man schlecht. Aber... das funktioniert so, ich kann das jetzt mit Rechtsklick aktivieren und ja, es dauert jetzt ein paar Sekunden und dann passiert das hier. Ich bin tot, das heißt, alles um mich herum explodiert und macht Schaden. Das ist das Kit, das unnötigste und dümmste Kit von allen, aber naja, es ist manchmal lustig. So, jetzt fragen bestimmt viele, was passiert, wenn man König ist. Also, wenn man König ist, verliert man die Hälfte seines Lebens, wenn man die zündet. Das heißt, man stirbt nicht davon direkt. Das ist schon ein bisschen mitbedacht hier, man tötet damit auch alles instant zur Info. Auch selbst Tanks wie den hier. Ah, oh Mann, ich war nicht in Range. Okay, ich hätte es vielleicht mal so ein bisschen. Da ist einer. Habe ich ihn mitgetötet? Nee. Ich töte einfach niemanden. Oh, Double Jump. So. Ja, nach vorne. Ja, das Kit ist halt das Kit. Ich mag Selbstmörder persönlich nicht. Ein paar finden es immer mal wieder lustig. Es kann OP sein, aber es kann auch mega langweilig sein. Also es ist wirklich so das Troll-Kit darunter. Ja, trotzdem ist es ganz nett. So, wir werden mal gucken, wie viel wir damit rauskommen können. So, Kill-Aura wird gebannt. Da, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. So, ich guck mal, wo der König ist bei denen. So, so, so. Und da sind wir auch oben. Zack, da. Ich glaube, da hinten könnte es der sein, oder? Oder war das ein blauer? Ich such den einfach mal. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Also, wie gesagt, so Anregungen. Also, meine Vorschläge an euch wären, da könnt ihr ein bisschen mitentscheiden. Ich glaube, ich habe den. Ist, glaube ich, hier Mackett, oder? Ich bin nicht in Range, ich bin nicht in Range. Fuck. Mackett ist King. Könnt ihr Anregungen machen? Ich habe, ich kann euch ein paar Anregungen machen. Also, erste Möglichkeit wäre, irgendwas in Bad Wars zu machen, wobei ich da am wenigsten hin tendiere, weil es gibt so viele Bad Wars-Serien, ja? Zum Beispiel die von Herr Bergmann, Paluten, Sturmwaffel, bla bla, die machen das ja, da gucke ich auch immer mal wieder gerne mal rein. Auf jeden Fall, die machen da so aktiv Bad Wars und dann, ja, ist schon so viel Bad Wars und dann, wieso dann nicht nochmal? Also ich habe eher was in Richtung Wool King und Wool Battle gedacht. Dort bleibt dann im Endeffekt eure Entscheidung ein bisschen. So, komm, ich möchte jetzt einen hier auch mal mit TNT killen. Bleib in der Nähe. Ich spring dann auch noch, oh, ich bin da. Der rote König ist tot. Oh. Ich hab mich doch vertan, das war nicht Mackett. Ja, sag's auch nicht noch, du kannst auch noch verlieren. So, war ich hatte, was ich meine. Achso. Ich konnte meinen Double Jump gar nicht wasten, ich kann ja einfach hier gehen. So, dann wollen wir die jetzt mal suchen. Gleich kriegen wir auch ihren Kompass. So, zack, zack, zack. Na komm, Kompass. Immer eine Minute danach. Wenn er gestorben ist, da ist er doch. Da ist zum Beispiel einer. Und bumm. Zack, ich habe ihn mitgenommen.
Zack, zack, zack. Das ist auch schön. Da habe ich endlich mal auch einen mitgenommen. Muss halt nah dran stehen. Sonst bringt das nichts. So, aber da macht man auch einen Insta-Kill. Wer macht denn hier Forcefield? Mega Game soll hacken. Wo ist er denn? Hier sehen wir ihn gleich vielleicht. So, erstmal müssen wir die Gegner alle finden. Da hinten soll einer sein. Da ist ein Mega Game. Wo ist er da? Na komm. Zack, tot. So, noch LP Präsident und Mackett. Verdammt, das Ding. Oh ja, das tut mir den auch noch schnell. So. Wo ist er? Wo ist er? Mich anscheinend mal auf den Kompass zu achten, laufe ich einfach nur dumm rum. Läuft. Oh. Gut, ich hatte es doch. Im Blut. Okay. Oh, wow. Okay. Okay, okay. Mm. Oh, das war echt. Und ich schaff's natürlich nicht. Oder? Komme ich hier noch hoch? Vielleicht sogar. Ich schaff das sogar noch. Nein. Ich schaff das jetzt nicht, da hochzugehen. Und damit du mich runterschubst. Da du hast gebacksteppt. Nein. Ach, das, nee, das sind zwei. Egal, das schaffen wir. Warte mal, ich double jump mich dann hoch und dann, zack, wird die Bombe angemacht. So, gleich bin ich oben, ihr Süßen. So, hättet ihr mich lieber aufhalten sollen. Zack, 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 der Apple-Präsident. Komm, ich last kill muss hier mit Suizider sein. Mein, er ist weggesprungen, Mist. Mist, 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 Mist. Mist, Mist, Mist. So. Ich noch aber. Ja, auf jeden Fall. Sonst gibt es eigentlich zur Folge nichts zu sagen. Das war halt dann so die Kingdom Defense Serie. Ich fand sie gut. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich denke, das ist auch hier ein schöner Abschluss. So ein kleines Trollkit dann hier. Ende noch. Oh, hier noch eine Kill. Das ist ja gesnackt. So, noch LP-Präsident nur noch. Dann haben wir es auch geschafft. Und dann, ja. Können wir feierlich die Kingdom Defense Serie beenden. Und ja, war schön, noch eine Serie wieder zu beenden. Erstmal sowas Abgeschlossenes auf dem Kanal. Die ist ja nicht für immer beendet, das heißt, neues Kit. Kommt dann wieder so eine extra Folge, aber es werden ja nicht so tausende Kits immer wieder kommen, sondern so einmal im Monat eins oder sowas nach dem Motto halt. Wenn nicht sogar seltener. Momentan haben wir ja wenig geedit dort. Aber gut, es sind ein paar geplant und dann werden die auch kommen. So, hallo, Apple Präsident. Ich habe gehört, sie mögen Bomben. Na komm. Nein, Mist. Ah, das ist kacke. Das ist kacke. Das ist... Ich habe den halt noch nicht raus, den Dreh, wer wann ich die Bombe zünden sollte, etc. Also da bin ich echt noch... Kann man das nochmal drücken? Nee. Okay, 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 okay. Boom. Oh, direkt mit der Explosion hier beendet. Ja, dann, das war's dann offiziell jetzt mit der King Fantasy Serie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Abschluss, Like und Bewertung. Like und Bewertung ist das gleiche. Lasst ein Abschluss-Like für die Serie da. Lasst auf jeden Fall jetzt ganz, ganz viele Kommentare da wegen neuen Ideen, was wir da umsetzen können, etc. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!